Putin führt Krieg in der Ukraine. Ein Vernichtungskrieg. Ein Feldzug unter falschen Vorwänden. Doch nicht alle Russen machen mit. Es gibt Widerstand in Putins Diktatur. Anschläge auf Militäreinrichtungen. Nächtliche Sabotageakte. Demonstrationen. Proteste im Exil. Russlands rebellische Jugend macht nicht mit, will nicht in den Krieg und geht dafür sogar ins Gefängnis. Die Mutigen begehren auf. Vor einigen Wochen erhält Daniel einen Anruf aus der Uni. Sein Einberufungsbescheid ist gekommen, obwohl er als Student eigentlich vom Wehrdienst befreit ist. In Russland werden jedes Jahr im Frühjahr und Herbst junge Männer zum Militärdienst einberufen. Daniel ist gegen den Krieg oder das, was sie in Russland eine militärische Sonderoperation nennen. Putin ist ein Mörder. Er ist wahnsinnig. Er bringt Aktivisten um. Er bringt politische Häftlinge um. Er bringt gewöhnliche Menschen um. Er bringt uns alle um. Es kann doch keinen Krieg geben. Wir haben das 21. Jahrhundert und Elon Musk will bald zum Mars fliegen. Wie kann es sein, dass in einer Welt ein Mensch lebt, der zum Mars fliegt und ein Mann, der unseren Brüdern den Krieg erklärt? Daniel ist politisch aktiv. Immer wieder geht er auf Demonstrationen gegen den Krieg, wurde 6-mal verhaftet, saß 10 Tage im Knast. Er weiß, worauf er sich einlässt und will trotzdem mit uns reden. Fast ein bisschen stolz zeigt er uns ein Foto aus der Haft, wo er mit vielen oppositionellen und kritischen Journalisten die Zelle teilte. Ich saß hinter verschlossenen Türen, hinter Metalltüren und mit einem vergitterten Fenster. Dies war wie in einem Traum. Dieses Einsitzen. Dank der Haft habe ich Menschen wie Sergei Smirnov kennengelernt. Oder Dmitri Muratov. Wann kann man denn sonst im gewöhnlichen Leben Dmitri Muratov zu sehen bekommen? Die russische Regierung sei faschistisch, so Daniel, wie aus dem Geschichtsbuch. Leute, schaut euch da die Bilder an aus Nazi-Deutschland, wo die Menschen sich in Form eines Hakenkreuzes aufgestellt hatten und die Arme zum Hitlergruß erhoben. Und ihr stellt euch da in Form eines Z auf und ruft auch Siegesparolen. Da ist kein Unterschied. Zumal für uns Russen, diese Geschichte eine sehr schmerzhafte ist. Helsinki im Frühjahr. Bis vor kurzem kamen hier 2-mal täglich Schnellzüge aus St. Petersburg an. Viele Russen flohen mit dem Zug hierher. Seit Ende März ist die Zugverbindung eingestellt. Michael hat es noch geschafft. Der junge Kunsthandwerker aus Nischni Nowgorod wohnt bei Freunden und schlägt sich hier so durch. Es gibt viele Gründe, warum ich Russland verlassen habe. Einmal aus moralischen Gründen. Ich möchte nicht mit einem Land in Verbindung gebracht werden, das als Aggressor auftritt und dessen Regierung diesen Krieg begonnen hat. Der zweite Grund ist, dass ich hier Ukrainern helfen kann, Flüchtlingen. Ich weiß zwar nicht genau, was ich tun kann. In Russland konnte man sich den Protesten anschließen, was ich früher getan habe. Ich war ungefähr 10 Jahre in der Protestbewegung aktiv. Michael ist mit $500 in der Tasche gekommen. Seine Wohnung in Nischni Nowgorod wollte er noch nicht verkaufen. Er ist 31 und damit eigentlich zu alt für den Wehrdienst. Doch er fürchtet eine Generalmobilmachung der russischen Regierung. Wenn man die Wehrpflicht in Russland und den Krieg sieht, würde ich der Regierung gar nichts glauben. Die lügt permanent. In jeder Hinsicht, in politischen oder in wirtschaftlichen Dingen. Die Lage in Russland sei mit dem Orwellschen Buch 1984 vergleichbar, meint Michael. Totale Überwachung durch den Staat, Repression und Aggression. In naher Zukunft riskiert Russland so etwas wie Nordkorea zu werden. Alles das, was wir an Demokratie gewonnen hatten in den 90ern,
Auch wenn das keine einfache Zeit war, das verlieren wir. Wir gehen zurück, nicht 10 oder 20 Jahre, sondern ins 19. Jahrhundert. Was ich sehr traurig für die Menschen finde. Hier in Helsinki, so meint Mikael, kann er vielleicht eine Protestbewegung gegen die russische Regierung beleben und ukrainischen Flüchtlingen helfen. Das sei er ihnen als Russe schuldig. Batumi in Georgien. Eigentlich ein Urlaubsort für viele Russen. Am Schwarzen Meer. Casinos, große Hotelanlagen. Manche nennen es das Las Vegas des Kaukasus. In den vergangenen Wochen ist Batumi für viele Russen Zufluchtsort geworden. Es sind immer mehr junge Männer, die in Russland nicht zur Armee wollen, das Land verlassen. Rund 30.000 Russen sind bereits nach Georgien eingereist. Maxim kommt aus einem Moskauer Vorort. Als der Krieg begann, wusste er, dass er in Russland nicht mehr bleiben will. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal und wurde schon mehrfach verhaftet, wegen der Teilnahme an unerlaubten Demonstrationen. Gemeinsam mit seinem Freund Adel organisierte er seine Flucht. Maxim will nicht in den Krieg. Ich bin kein Soldat. Ich bin jemand, der nicht weiß, wie es auf dem Schlachtfeld zugeht und was dort zu tun ist. Und ich sehe keinerlei Grund für eine militärische Aggression seitens der Russischen Föderation. Und am allerwenigsten möchte ich mit der Waffe in der Hand gegen Menschen vorgehen müssen. Maxim war ein Jahr lang beim Wehrdienst. Seitdem hat er keine hohe Meinung von der russischen Armee. Man muss sich klar machen, dass die russische Regierung lügt ohne Ende. Ich habe meinen Wehrdienst abgeleistet und ein Jahr gedient. Mir ist völlig klar, dass von der Ebene der Unteroffiziere angefangen, systematisch gelogen und Desinformation betrieben wird. Soldaten haben keinerlei Zugang zu Informationsquellen. Es gibt nur die russische Propaganda. Adel ist mit Maxim ausgereist. Der junge Programmierer kann eigentlich überall arbeiten, will erst mal für ein halbes Jahr hier in Batumi bleiben. Eine Rückkehr in ein Russland unter Putin ist für ihn ausgeschlossen. Er arbeitet immer noch für eine russische Firma, hat hier noch kein Bankkonto. Sein Gehalt bekommt er virtuell. Ich arbeite für eine russische Firma und mein Gehalt wird in Dollar berechnet, die ich aber nur nach einer Konvertierung in Kryptowährung bekommen kann. 4% Gebühren durch die Konvertierung, aber eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Ich könnte mir auch mein Geld in Rubeln überweisen lassen, aber dann hätte ich erhebliche Verluste. Der Rubel ist nicht stabil. Adel fühlt sich wohl am Schwarzen Meer. Er liebt es, am Strand spazieren zu gehen, kann hier viel Russisch sprechen und in der Stadt herrscht eine aufgeschlossene Atmosphäre. Ich fühle mich wie zu Hause, als ob ich Russland nicht verlassen hätte. Alle sind aufgeschlossen und gastfreundlich hier. Als ich die Wohnung gemietet habe, hat mich der Wohnungsmakler gleich zu sich nach Hause eingeladen, mich mit seiner Familie bekannt gemacht und mich mit Kaffee und traditionellem Kompott bewirtet. Irgendwann will Adel wieder zurück nach Russland, hofft auf ein baldiges Ende des Krieges. Auch in Georgiens Hauptstadt Tiflis leben viele geflüchtete Russen. Sie brauchen für die Einreise kein Visum. Die politische Lage zwischen Russland und Georgien ist seit Jahren angespannt, auch weil Georgien Richtung Westen strebt und seit einigen Jahren Mitglied der NATO werden will. Den Überfall Russlands in Georgien im Jahr 2008 haben sie hier nicht vergessen. Seit Jahren stehen russische Truppen in Georgien auf verschiedenen Militärbasen. Für Lisa und ihren Mann Mikael ist das erstmal ihr neues Zuhause. Ein Zelt in einer baufälligen Wohnung in Tiflis. Die beiden jungen Russen sind froh, dass sie überhaupt so schnell eine Wohnung gefunden haben, auch wenn das Haus drumherum ziemlich marode ist. Wir sind am 7. März angekommen
Unser Bekannter hat uns in Empfang genommen und wir haben uns gleich am Anfang auf Wohnungssuche begeben. In Russland waren Michael und Lisa schon vor Beginn der sogenannten Sonderoperation ins Visier der Behörden geraten, weil sie Kreml-Kritiker Nawalny unterstützten. Ingenieur Michael hatte Angst, dass in Russland das Kriegsrecht ausgerufen und er zum Militärdienst eingezogen werden könnte. Als Putin den flächendeckenden Krieg begann, haben wir begriffen, dass wir nicht mehr zögern dürfen, dass ein neuer eiserner Vorhang droht und dass es bald keine Möglichkeit mehr geben wird zu einer legalen Ausreise. Wenn ich mich von der Einberufung zum Militärdienst abgesetzt hätte, dann wäre das ein Straftatbestand gewesen. Dafür kann man eine Gefängnisstrafe von bis zu 2 Jahren bekommen. Dass so viele Russen ins Land kommen, wird unter den Georgiern auch politisch diskutiert. Die Sanktionen, die jetzt gegen Russland verhängt worden sind, ich denke, dass es die auch unsererseits geben müsste. Und dass man keine Bürger Russlands mehr hier reinlässt. Wir sind ein gastfreundliches Volk. Aber wenn die Russen schlechte Ziele und Absichten haben, können wir antworten. Genauso schlecht. Nicht alle wollen die Visafreiheit behalten. Auch der Geschäftsmann und Parlamentarier Mamuka Kasaradze fordert ein neues Einreiseverfahren. Kasaradze hat eine sozialliberale Partei gegründet und sitzt seit 2 Jahren im Parlament. Unsere Partei hat eine Initiative zur Einführung einer temporären Visa-Regelung angekündigt, um diesen Zustrom zu kontrollieren. Wir sprechen hier nicht von einem gewöhnlichen Touristen, der vor Putins Regime floh. Kasaradze fürchtet, dass die falschen, nämlich regimetreuen Russen in Georgien an Einfluss gewinnen und damit dem Land schaden. Wir leiden nicht unter Russenphobie. Wir haben ein Problem mit dem Imperialismus, mit dem Putinismus, der solche Schrecken mit sich bringt, der uns schon mehrmals begegnet ist. Das, was jetzt in der Ukraine geschieht, muss ein Ende haben. Es ist höchste Zeit, diese imperialen Ambitionen zu stoppen. Lisa und Michael wollen erstmal in Tiflis bleiben. Es gibt immer etwas zu reparieren in ihrer provisorischen Wohnung. Lisa hat einen Job gefunden für eine Marketingfirma. Irgendwie geht es jeden Tag ein bisschen besser, sagen sie. Vor kurzem ist der Ukrainer Andriy aus Melitopol zu ihnen gestoßen. Beide Männer haben einen Job gefunden bei einer Baufirma. Reparieren, sanieren alte Häuser und Wohnungen gemeinsam. Russen, Ukrainer, Georgier, Belarussen. Es gäbe überhaupt keine Probleme, sagen sie. Seine Heimatstadt Melitopol sei komplett umzingelt von russischen Truppen, so erzählt Andriy. Und es gäbe immer mehr Versuche der Russen, junge Männer zur Kollaboration zu zwingen. Ich bin weggefahren, weil dort so eine Praxis eingeführt wurde, die Daten von Männern zu erheben, um sie zum Militärdienst zu zwingen. Für die Russische Föderation. Du hast nur die Wahl, wegzufahren oder mit dem Feind zusammenzuarbeiten. Michael und Lisa gehen manchmal gemeinsam auf Friedensdemonstrationen im Zentrum von Tiflis. Putin ist ein Mörder! Putin ist ein Mörder! Fast täglich finden hier solche Zusammenkünfte statt. Solidarität zeigen mit der Ukraine, auch als Russen. Es ist sehr wichtig, die Ukraine zu unterstützen. Gut, dass hier das Interesse daran nicht nachlässt. Auch durch Meetings und Plakate und andere Aktionen. Wer sich nicht an die Geschichte erinnert, der ist verdammt, sie zu wiederholen. Mörder, Missgeburt! Mörder, Missgeburt! Es gibt Widerstand in Russland gegen das, was die Regierung eine Sonderoperation nennt. Immer wieder nächtliche Anschläge gegen Militäreinrichtungen mit selbstgebauten Molotow-Cocktails.
Die Videos davon verbreiten sich schnell in den sozialen Netzwerken. Aber es gibt auch subtileren Widerstand. Kleine Botschaften in der Stadt verteilt, Schriften auf Asphalt und Mauern. Friedensbänder in Zweigen. Nein zum Krieg und TV lügt auf Rubelscheinen. Und nicht immer sind die Behörden schnell genug, die Schriften zu entfernen. Ortstermin am Moskauer Gagarinski-Gericht. Daniel war auf einer verbotenen Demonstration und wurde gleich festgenommen. 48 Stunden Untersuchungshaft. Wir treffen ihn mit Freundin Polina kurz vor der Verhandlung. Wahrscheinlich wird man eine Strafe verhängen, um die 20 bis 30.000 Rubel, da dies nicht das erste Mal ist. Wir erwarten also nichts Neues. Daniel will nicht ausreisen, will weiter protestieren, das System Putin von innen bekämpfen. Wie können sich meine Pläne ändern, wenn dies hier mein Land ist, ich hier meine Verwandten und Freunde habe? Als ich gestern auf freien Fuß kam und die Fotos aus Butscha sah, da habe ich begriffen, dass das zu viel ist, dass man uns das ganz bestimmt nicht verzeihen wird. Nach ein paar Stunden kommt Daniels Urteil. 10.000 Rubel, rund 100 Euro Strafe. Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Das nächste Mal droht ihm allerdings eine lange Haft. Der 9. Mai, der Tag des Sieges. Der traditionelle russische Feiertag für das Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie jedes Jahr pompös. Militärparaden, Waffenshow, Klatschpublikum. Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Luftwaffe fehlt, angeblich wegen schlechten Wetters. Dabei strahlt der Himmel blau über dem Roten Platz in Moskau. Und Putin spricht das erste Mal über gefallene Soldaten, richtet sich an die angehörigen Familien. Der Tod eines jeden unserer Soldaten und Offiziere, dies ist Schmerz für uns alle und ein unersetzlicher Verlust für die Verwandten und Nächsten. Der Staat, die Regionen, die Unternehmen und gesellschaftlichen Organisationen werden alles tun, um solche Familien mit Fürsorge zu umgeben, um ihnen zu helfen. Russlands Krieg ist ein Desaster. Der militärische Stolz des Landes offensichtlich nur bedingt einsatzfähig. Ein Durchmarsch in der Ukraine gelingt nicht. Der Widerstand der ukrainischen Soldaten wohl nicht einkalkuliert. Und die Moral der russischen Soldaten scheint auch jeden Tag schlechter zu werden. Es gibt Nachschub- und Versorgungsprobleme. Diese Bilder sollen russische Soldaten zeigen, die einen Supermarkt plündern. Und es gibt hohe Verluste. Ein Telegram-Kanal der ukrainischen Armee, gefallene russische Soldaten, gefangen genommen, entstellt. Die Echtheit lässt sich schwer überprüfen. Der Krieg der Bilder, der Kampf um die Wahrheit tobt in den sozialen Netzwerken. Wie viele russische Soldaten gefallen sind, ist in Russland Staatsgeheimnis. Die letzte offizielle Zahl stammt vom 25. März, 1.351 Tote. Mittlerweile gehen Schätzungen der NATO von rund 15.000 und die Ukrainer gar von über 27.000 gefallenen oder gefangen genommenen russischen Soldaten aus. Sankt Petersburg, zweitgrößte Stadt in Russland und die Heimatstadt Wladimir Putins. Bis Anfang März wurde hier regelmäßig gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Die Polizei griff hart durch, es gab viele Verhaftungen. Und doch gibt es immer noch Widerstand in der Stadt gegen den Vernichtungskrieg in der Ukraine. In der Wutbar treffen sich Journalisten und Künstler. Auch Andrei wurde schon mehrfach auf Demos verhaftet. Er ist Journalist und erzählt, wie sich die Stimmung im Land verändert hat. Die Gleichgültigkeit der Mehrheit, das Schweigen. Niemand vertieft sich in die Sache. In persönlichen Gesprächen sagen die Menschen die Wahrheit. Alle haben Angst, niemand ist glücklich. Viele sind sehr wütend. Ich kenne keine genauen Statistiken, aber etwa jeder fünfte Russe hatte Verwandte in der Ukraine. Das ist grauenhaft. Langsam schwinde die Unterstützung für den Krieg, so Andrei. Selbst bei der winzigen Minderheit, die die Sonderoperation offen unterstützt, auch bei ihnen hat sich heute die Unzufriedenheit mit unserer Regierung etabliert.
Es war wie eine unausgesprochene Vereinbarung in der Gesellschaft. Sie sagen, wenn die Regierungsspitze in der Ukraine Spaß haben will, um einige ihrer imperialistischen Ziele zu erreichen, nun, wir werden sie unterstützen, aber bringt uns auch die zweite Krim, bringt sie uns. Dann werden wir durchhalten. In der Wutbar sind heute weniger Leute als sonst an einem Samstag. Zum Feiern ist hier niemandem zumute. Barbesitzer Anton hat seit Beginn des Krieges Schwierigkeiten, den Betrieb am Laufen zu halten. Die Lage ist angespannt, das ist klar. Durch die Lieferausfälle wurde die Arbeit in der Bar schwer. Und die Preise schnellten in die Höhe, als der Rubel einbrach. Heute spielt die Band Tvoja Mamascha, was so viel heißt wie dein Mütterchen. Was ironisch gemeint ist. Musik geht immer, auch in Zeiten der Sanktionen. Viele Russen leiden unter den gestiegenen Lebensmittelpreisen oder denken über Ausreise nach. Viele haben das Land verlassen, vielleicht aufgrund von Panik, gleich nach dem 24. Februar. Sie waren sogar gekommen, um sich zu verabschieden, sozusagen zum letzten Glas. Am Tag der Parade des unsterblichen Regiments laufen Tausende durch St. Petersburg und gedenken der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Eigentlich ein Marsch unabhängig von der großen Militärparade in Moskau, als eigene unpolitische Veranstaltung entstanden. Doch mittlerweile hat auch hier die Polizei alles unter Kontrolle. Ich darf bei solchen öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr auftauchen, weil die Strafverfolgungsbehörden denken könnten, ich sei ein Anstifter. Bei solchen Veranstaltungen bin ich generell eine unerwünschte Person. Heute haben meine zukünftige Frau und ich überlegt, ob wir zur Parade gehen. Es ist ja wichtig. Aber dann dachte ich, nein, ich will ja demnächst heiraten. Am Tag der letzten Antikriegsdemonstration in St. Petersburg. Andrei Okun ist gerade angekommen, hat noch nichts geschrieben, kein Foto gemacht. Die Polizei läuft auf Andrei zu, nimmt ihn sofort fest. Er soll seine Papiere zeigen, dann nehmen sie ihn mit. Der Gefangenentransport ist voll mit Journalisten. Der Grund für die Verhaftung ist wohl dieses Video, das Andrei einige Zeit zuvor gemacht hat. Die junge Studentin Xenia wird auf einer Friedensdemo von der Polizei an eine Wand gestoßen. Sie stürzt, verliert das Bewusstsein. Helfen Sie doch! Andrei ruft nach Hilfe. Helfen Sie doch! Helfen Sie ihr! Die Polizei nimmt die Studentin bewusstlos mit. Andrei weiß nicht, wie es ihr heute geht. Der Radiosender, für den Andrei Reportagen geschrieben hat, wurde gleich zu Beginn des Krieges geschlossen. Zu kritisch für das Putin-Regime. Andrei arbeitet trotzdem weiter. Er hat einen eigenen Telegram-Kanal und versucht so, der Überwachung zu entkommen und Putins Propaganda etwas entgegenzusetzen. Wir haben nur die Linie, die die Partei vorgibt. Nur sie existiert, nur sie ist erlaubt. Schauen Sie sich die heutige Parade in St. Petersburg am Nevsky-Prospekt an. Beinahe drei Reihen Absperrungen, totale Überwachung und alles wird durchsucht. Ich verstehe nicht, dass man im Ausland glaubt, dass alle Russen damit einverstanden sind. Am Ufer der Neva ist Andrei mit Kollegin Nika verabredet. Nika hat versucht, auf der Parade Bilder zu drehen und Interviews zu machen. Unter widrigsten Umständen. Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Um nicht schon vorher festgenommen zu werden, verbrachte ich die Nacht nicht zu Hause. Die Wohnung wurde durchsucht. Ich übernachte schon lange nicht mehr zu Hause. Ich treffe Vorkehrungen. Heute habe ich eine Kapuze aufgesetzt, meine Haare bedeckt, weil die Polizei mich erkennt und mich manchmal mit den Worten »Oh, ein bekanntes Gesicht« zum Gefangenentransport bringt. An diesem Maiwochenende im Petersburger Park sind viele unterwegs. Nika will im Park noch einige Interviews machen. Mit Angehörigen von Opfern aus dem Zweiten Weltkrieg. Eigentlich wollte sie nie Journalistin werden, aber es sind historische Zeiten und die will sie kritisch begleiten. An der Uni hat man ihr schon mit Exmatrikulation gedroht, aber sie will weiter berichten.
Angesprochen auf den Krieg in der Ukraine antworten viele mit der offiziellen Rhetorik, vielleicht aus Angst vor Repressalien oder aus tiefer Überzeugung. Wenn ich die Möglichkeit hätte, wäre ich selber hingefahren. Ich habe viele Bekannte dort und halte Kontakt. Ich unterstütze sie voll und ganz. Die Propaganda vom Westen funktioniert, schlechte Propaganda von der anderen Seite. Diejenigen, die ihr zuhören, geraten in Panik und verlassen Russland. Wenn wir über Perspektiven sprechen, die gibt es hier auch. Ausländische Unternehmen gehen weg, russische werden erscheinen. Es kommen neue Möglichkeiten auf. Einheimische Unternehmen und die Importe werden ersetzt. Jetzt gibt es hier eine Menge Spannungen. Ich liebe Russland sehr, ich schwärme dafür. Ich liebe die Kultur und die Menschen. Aber ich möchte Ruhe haben, damit nicht das passiert, dass dich alle böse angucken und sagen, Igitt, du bist Russe. Ja, ich spare auch beim Essen. Weniger Leckeres, keine Schokolade, weil sie sehr teuer ist. Ich kaufe so einfach wie möglich. Buchweizen, Reis, Hühnchen und versuche etwas daraus zu machen. Wieder ein Gerichtstermin in Moskau. Daniel und seine Freunde warten auf Dimitri. Der IT-Student hat den Telegram-Kanal Die Uni protestiert gegründet. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Aufruf zu Protesten. Hier ist ein Polizist. Wir gehen jetzt zurück zum Polizeirevier. Seltsame Situation. Das Gericht lehnt die Aufnahme meines Verfahrens ab. Ich werde angeklagt wegen wiederholter Verletzung der Durchführung der öffentlichen Kundgebung. Sie haben irgendwelche Beiträge in anonymen Telegram-Kanälen gefunden, die zur Teilnahme an der Kundgebung aufrufen. Und Sie beschuldigen mich, der Autor dieser Beiträge zu sein. Die Kundgebung war vor einem Monat, aber aus irgendeinem Grund entscheiden Sie sich gerade jetzt, diesen Fall in Betracht zu ziehen. Seit unserem letzten Treffen hat sich nichts geändert. Aber was jetzt mit meinem guten Freund Dimitri passiert, lässt mich natürlich denken, dass es höchste Zeit ist, Russland zu verlassen. Aber im Moment bestehe ich weiterhin darauf, dass wir bleiben und irgendwie für eine schöne Zukunft kämpfen müssen. Wir versuchen, etwas mit dem Anwalt zu machen. Denn wie uns der Richter mitteilte, wollen sie ihm schon jetzt ein Strafverfahren anhängen. Und das, wissen Sie, heißt bis zu 5 Jahre Gefängnis. Und das ist ernst. Wir werden versuchen, dass es bei der Verwarnung bleibt. Daniel und seine Freunde begleiten Dimitri zum Polizeirevier, wo er in Untersuchungshaft gehen soll, für die nächsten 25 Tage. Er wird weiter protestieren, wie viele seiner Kommilitonen. Dimitri will seine Diplomarbeit in der Haft schreiben, will sich nicht unterkriegen lassen. Stolz, mutig, mit ungebrochenem Willen. Russlands rebellische Jugend wehrt sich gegen den Krieg, gegen die Diktatur im eigenen Land, auch aus dem Gefängnis.